Koriander Flavor Vlogs. Ja, hallöchen, meine Lieben. Und hier ist eure Anni. Heute mal zu einem Vlog. Einfach aus dem Leben raus. Nein. Ich bin hier gerade am Stall. Will die Landlust dann ein bisschen reiten. Ich war jetzt circa 3-4 Tage nicht am Stall. Meine Pflegebeteiligung war da und der Alex. Die haben sich um die Pferde gekümmert, weil mir ging es körperlich nicht besonders gut. Einige wissen ja, dass ich auch mit einer Krankheit ein bisschen zu kämpfen habe, chronischerseits. Und wenn ich mich auch ein bisschen aufrege über Dinge, dann geht es mir meistens nicht so gut. Aber es ist einfach momentan. Ich habe einige Videos schon zu dem Thema gemacht. Ich kann euch hier nochmal in die Infobox verlinken. Dieses Video ist auch explizit jetzt mal für TikTok-Follower. Ich weiß, dass auf meinem YouTube-Kanal nicht so viel Engagement ist. Deswegen teilt das Video ruhig, wenn ihr von TikTok kommt und euch das Thema auch interessiert. Und zwar geht es um den Hashtag Breireiter auf TikTok. Jetzt denken bestimmt einige Leute, what the fuck, was ist Breireiter? Sind das irgendwie Reiter, die irgendwie Porridge auf dem Pferd essen oder irgendwie gerne Brei mögen oder so? Nein, das Ganze hat mit dieser Hatewelle zu tun, die gerade auf TikTok gegen meine Person läuft. Und diese Hatewelle, die geht ja schon seit Januar. Und ich wurde von einer größeren Gruppe Reitsport-Influencer in dem Zuge ja total provoziert damals. Es ging darum, dass ich ja immer mal wieder gesagt habe, dass ich einige Sachen mit Pferden auf TikTok sehr kritisch finde, die da hochgeladen werden, und dass ich einiges sehr gefährlich finde und nicht verstehe, warum die App das nicht besser deklariert oder warum mal ein Reitsportverband auf die App kommt und da mal Aufklärung betreibt, wie zum Beispiel die FN oder andere Reitsportverbände von Freizeitreitern, Wanderreitern, was weiß ich. Es passieren ja immer mal wieder richtig heftige Reitunfälle. Man hat das ja jetzt mit diesem Reitunfall in Zürich in den Medien mitbekommen, wo sich eine Frau wohl an den Strick von dem Pferd gehangen hat, beziehungsweise am Boden mitgeschliffen worden ist, obwohl sie nicht auf dem Pferd gesessen hat. Ja, meine Lieben, wie ihr sehen könnt, die Lenny, die ist jetzt richtig schön im Fellwechsel. Da kommt richtig ordentlich was raus aus dem Mäuschen. Ja, wie gesagt, was hat das jetzt mit dem Wort Breireiter zu tun? Einige, die mir wirklich folgen, die wissen ja, dass ich auch im Zuge einer großen Sängerkarriere schon 3 Lieder veröffentlicht habe. Die findet ihr hier auch auf diesem Kanal. Das ist einmal der Song Pferdegirl, wo mich viele kennengelernt haben auf TikTok. Dann den Song Influencer und dann habe ich ein Weihnachtslied rausgebracht, das heißt Glitzeralarm. Und ich wurde ja auf TikTok im Januar, Februar dann immer wieder als Reiterpolizei von meinen Gegnern, die sozusagen gesagt haben, man soll die Leute leben lassen, man soll die Leute machen lassen, was sie wollen. Das ist halt nicht meine Ansicht. Meine Ansicht ist, wenn man auf einem Netzwerk wie TikTok unterwegs ist und eine gewisse Followerzahl erreicht hat, hat man besonders als Erwachsener Verantwortung für diese Videoinhalte, die man postet. Und ich habe auch nie verstanden, wie man das anfeinden kann, dass Leute sagen, guckt doch einfach mal mehr, was ihr ins Internet stellt mit euren Pferden. Natürlich haben sich die Leute wahrscheinlich angegriffen gefühlt, weil sie vielleicht in dem Moment solche Videos gepostet haben. Aber anstatt in einen konstruktiven Austausch mit mir zu gehen, hat man Hashtags ins Leben gerufen, wie die Reiterpolizei, die TikTok-Polizei. Wir haben versucht, als Comedy-Kanal das Ganze auch ein bisschen zu parodieren. Und irgendwann haben die das so auf die Spitze getrieben, da habe ich dann halt meinen eigenen Song Glitzeralarm parodiert. Ich gebe euch jetzt hier mal einen ganz kurzen Ausschnitt rein. Gar nicht. Ich fühle mich mega frei. Mit meinem Halsring reite ich mich ja. Ja, meine Lieben, jetzt habt ihr ganz kurzen Ausschnitt gehört von dieser Verarsche meines eigenen Songs. Das heißt, ich habe mich da selber parodiert. Ich wollte einfach mal darauf aufmerksam machen, dass es doch einfach blöd ist, nur für Klicks solche Handlungen mit Pferden ins Netz zu stellen. Das hätte ich nicht tun sollen, das weiß ich bis heute. Es war dumm, dieses Lied überhaupt da reinzuladen auf TikTok, denn trotz Löschung meinerseits wurde das Lied mehrfach jetzt missbraucht von dieser Gruppe, die mich da seit Januar hatet. Und
Daraus wurde der Hashtag Breireiter abgeleitet aus meinem Text. Und dieser Hashtag wird eigentlich wirklich durchgängig seit Februar zum Mobbing gegen meine Person verwendet. Also die Leute posten da halt solche Videos wie ohne Sattelreiten mit Halsring im Gelände, all solche Sachen aus diesem Wendy-Content. Manche machen das spaßeshalber, weil sie Lust drauf haben, aber ganz viele legen das gezielt darauf an. Man sieht es auch in den Kommentaren, dass ich darin gehatet werde. Das wird dann immer so die Reiterpolizei, die blöde Kuh, was weiß ich, die ist doch nicht mehr ganz frisch. Und all solche Sachen werden da gepostet. Und das Schlimmste, was jetzt passiert ist, ist tatsächlich, dass die Köpfe dieser ganzen Hate-Gruppe sogar Firmen mit ins Boot geholt haben und jetzt an ihre Follower mit diesem Wort Rabattcodes vergeben. Ich finde, das ist eine Ungeheuerlichkeit. Ich finde, das ist eigentlich echt so, dass man es wirklich mehr in die Öffentlichkeit bringen sollte. Ich alleine kann ziemlich wenig dagegen tun. Mir schreiben natürlich auch immer mehr Follower und sagen, sie würden mir gerne helfen, sie würden mich unterstützen, sie wissen allerdings nicht wie. Was finde ich jetzt so schlimm an dieser Sache Breireiter? Es ist für mich keine Comedy mehr, es ist keine Parodie mehr, es ist Comedy auf Kosten meiner Person, es ist Geld verdienen auf Kosten meiner Person und es ist auch auf Kosten der Sicherheit des Reitsports. Auf TikTok hat sich sowieso für den Reitsport ein echt krasses Bild mittlerweile abgezeichnet. Also man sieht einfach Sachen, die würde kein Reitlehrer jemals seinen Reitschülern beibringen. Und diese Leute sagen ja, ich wäre der Kopf oder das Gesicht des strengen Reitsports. Ich möchte jungen Leuten Sachen verbieten. Es wird den Kindern von Erwachsenen dort... Lendi, hör mal auf. Es wird den Kindern von Erwachsenen dort... irgendwie so ein Bild von mir vermittelt, als sei ich die böse Pferdegouvernante, die jetzt hinter allen her ist und als ob ich Sachen wie Halsring reiten oder freies Reiten im Gelände verbieten könnte. Erstens kann ich es nicht, zweitens will ich es nicht und drittens finde ich, ist Aufklärung genauso wichtig, wie wenn Leute irgendwie über Sicherheit beim Autofahren aufklären. Gerade unser Sport mit den großen Tieren, ich habe schon oft genug gesagt, ist gefährlich. Es kann so viel und so schnell etwas passieren. Und ich kann einfach überhaupt nicht verstehen, wie man sich gegen Aufklärung so wehren kann und eine solche Hasswelle ins Netz stellen kann. Ich habe jetzt halt auch Videos gesehen, da hüpfen dann erwachsene Frauen durch die Gegend, machen dann so, zeigen einem einen Stinkefinger oder sagen, ich benutze den Hashtag Breireiter absichtlich. Und das sind irgendwie so Leute, die sind teilweise in meinem Alter um die Mitte 30 bis über 40. Ich kann es einfach nicht verstehen. Ja, Leute, was kann man jetzt tun, um diesen Wahnsinn auf TikTok zu stoppen? Ich alleine habe da natürlich wenig Handhabe. Ich habe TikTok mehrfach angeschrieben. Ich habe auch mit meinem Musikverlag gesprochen und ich habe versucht, diese Urheberrechtsmeldung zu machen. Das heißt, ich habe meinen originalen Song da als Datei reingeladen. Die will schmusen und sich kratzen. Und ich habe den Song auch noch dabei gefügt, damit vielleicht TikTok erkennt, dass da eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, die nicht geduldet ist. Nur weil einmal ein Fehler passiert, seht ihr, wie schnell im Netz daraus so eine Riesensache werden kann, die man dann nicht mehr aus dem Netz entfernt bekommt. Deswegen möchte ich euch hier aufklären, ich möchte euch warnen, passt auf, was ihr ins Netz stellt. Ich werde mich natürlich auch anderweitig noch darum kümmern, dass wir eventuell diesen Hashtag gebannt bekommen von TikTok oder dass halt er nicht mehr in dieser Art verwendet werden kann. Und die Lendi, die kriegt nämlich mit, dass ich mich gerade sehr aufrege, ne Mäuschen? Und dass ich das alles gar nicht mehr lustig finde. Und sie will zumindest ihr Mitgefühl zeigen. Ja Leute, auch hier wollte ich euch mal erklären, was es mit dem Hashtag Breireiter auf sich hat und warum man das auf TikTok nicht propagieren sollte und auch nicht feiern sollte. Ich stehe absolut nicht hinter diesem Hashtag. Er wird leider mit mir in Verbindung gebracht. Und bitte Leute, kauft nichts, was mit diesem Hashtag verkauft wird. Das kann ich euch einfach nur sagen. Wir hoffen, dass wir bald eine Lösung für mich auf TikTok und auch für die anderen Reiter, die sich auch mittlerweile sehr, sehr, sehr sorgen um diese Sache, finden werden. Ja, mehr wollte ich euch heute eigentlich gar nicht sagen. So, jetzt werde ich die Lendi mal weiter putzen und dann werde ich noch ein bisschen mit der reiten.